Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge unseres Let's Play Together Imperium Galactic Survival. Wieder mit dabei die Susi. Moin. Wir kriegen Besuch. Wir kriegen Besuch. Und wir sind. Unser Schiff ist nicht gest. Unser Schiff hat geschossen. Also. Das verteidigt uns nämlich jetzt. Hast du schon gelootet hier? Ja. Frierst du jetzt so, oder? Ja. Okay. Oh, das sieht aber gut aus. Oh, hier ist Medizinstation? Nein. Was ist denn jetzt los? Du frierst. Oh, je bloß drin. Ich bin drin. So, bauen wir das hier ab, das oder? Das Problem ist, ich habe mich auch noch verletzt. Ich habe eine offene Wunde. Oh. Ich weiß aber nicht, wobei. Ja. Du leidest an Unterkühlung. Ich denke mal, das schaffe ich eh nicht. Dann lass mich ganz schnell das hier looten und dann ist gut. Dann komme ich zum Schiff und dann können wir... Nein, ich hab's geschafft. Keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft. Aber ich habe weder Binde noch sonst irgendwas dabei, ne? Ah ja, dann soll ich dir was geben? Wenn du was hast, ja, gerne. Ja, dann kommst du rauskommen. Ich kann da, dir das da drinnen leider nicht geben. Das funktioniert nicht. Ich gebe dir die Hälfte meiner Sachen. Bitteschön. Warte, schnell wieder rein. Bauen wir das jetzt hier ab? Ja. Aber möglichst von oben anfangen, nicht von unten, damit das nicht wieder alles zusammenbricht. Demontieren, ne? Ja, genau. Okay, dann... Mal gucken, wie weit ich hier komme. So, zweimal Binde muss reichen. Mir ist kalt, ja, ich weiß. Ups, ich habe nicht aufgepasst. Bin gestorben, bin am Blutverlust gestorben. Du bist gestorben, okay. Na toll.
bin aber gleich wieder da. Jo, man sieht Susis Symptomen. Was ist los? Kannst du das da unten auch noch mal bitte aufheben? Das ist gerade runtergegangen. Okay. Und wieder eine Verletzung. Wo kriege ich die her? Ach, Frostbeulen sind das. Okay. Tja, ist die Frage, ob dann nicht doch tatsächlich der Eva-Boost besser ist als das andere, was ich habe. Das kann ich dir nicht sagen. Und deinen Sauerstoff verbrauchst du kaum. Hier haben wir Multi-T2 drin. Na, das ist doch schön. Hier Glasscheiben. Auch das ist schön. Sag mal, das ist ja nicht mehr normal, was du da frierst, ey. Das ist. Da, bin drinne. Haben wir alles, sagst du, ja? Wir haben alles. Wir können weiterfliegen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, muss ich sagen. Ich habe noch gar nicht geguckt. Na, warte mal, Munition. Kann ich 200 und ein paar Dinger hier reinknallen? Das habe ich auch gemacht. So, Holzpaletten. Irgendwas? Eine Raketendrohne. Die haben wir wohl gerade runtergeholt. Okay. Ah ja. Kobalt. Da. Okay, bin drin. Kobalt-Erzlager. Was
Was war das? Da fliegt noch was? Nee, da liegt noch was. Mittlerweile. Flug aber gerade noch, also. Ja. Verwirrt, ich weiß nämlich nicht, wo wir sind. Das weiß ich auch nicht. Nimm mal die Schnauze hoch. Genau. Wir waren nämlich sehr tief in einem Loch drin. Da kommt was von der rechten Seite auf uns zu. Jetzt hinter uns. Jetzt vor uns. Da unten noch so ein Ding? Ich denke mal, irgendwas haben wir gerade abgeschossen. Guck mal, wie viel Pentaxid da unten ist als Einzelteile, aber Einzelteile macht auch. Naja, gut. Pentaxidlager haben wir entdeckt. Okay, das brauchen wir. Richtig. Aber ich würde erstmal schnell noch mal ein bisschen Sauerstoff dem Schiff zukommen lassen. Dann mach das. Weil das ist schon wieder im gelben Bereich. Na komm, hoch. Okay. Warte mal, ich habe hier drei Raketen drin. Achso, das sind andere Raketen. Alles gut. So, steigen wir jetzt aus oder was machen wir? Ich baue Pentaxid ab. Okay, ich bin schon lange nicht mehr im Schiff. Das kann ich ja nur nicht. Wo bist du? Im fertig abgebauten Pentaxidlager. Im fertig abgebauten Pentaxid? Naja, dann ist das so. Dann knuddel ich hier rum und such da ja ein bisschen von den Steinchen. Ich sitze schon wieder im Schiff. Ach so? Ja, das ging aber ruckzuck. Jupp. Musst du kurz warten, weil ich weiß jetzt nicht. Ach, da ist der Dampfer. Okay. 28 rohes Pentaxid waren das. Jetzt haben wir 34. Hast du die. Ach, hier gehe ich gerne was machen. Hier sind keine Spinnen. Das gefällt mir. Aber da ist kalt. Was? Aber da ist kalt, habe ich gesagt. Das, ja, dir ist kalt, mir nicht. Das ist ein Unterschied. Ja. So, Frachtbox 1. Da könnte ich ja auch mein Zeug hinpacken. Ich habe so den Eindruck, dieser Mond hat eine ziemlich hohe Anziehungskraft. Silizium. So. Auf was schießt du denn? Ich schieß gar nichts. Nein, ich meine das Schiff. Auf irgendeine Zivilisation. Ein interessantes Objekt entdeckt. Da, ja, auf das hat er geschossen. Ein Hospital, nein, garantiert nicht. Mhm. Boah. Sag mal, ist unser Schiff beschädigt oder was ist los? Nein, du musst hier mit der Schwerkraft kämpfen. Echt, ist das so heftig hier?
Anscheinend, ich weiß es nicht. Versuche mal, ob ich medizinische Unterstützung kriegen kann. Natürlich. Ich komme aber mit. Ich laufe hinter dir. Oh, moin, Dicker. Ui. Hört mal, ich habe keine Waffe in der Hand, ja? Ich habe auch nur einen Bohrer in der Hand. Das ist ein Händler hier. Was handelt er denn? Konsole, Leder, Notverpflegung, Drogen. Wir dürfen hier nichts looten. So, Digga, was hast du denn Schönes für uns? Eine Crew brauchen wir nicht, die tun ja nichts. Okay. Angriffsburg. Hätte hier ein bisschen gerne. Habt ihr ein bisschen O2 für mich, Leute? Nur ein bisschen. Da O2. Kommen wir nicht rein, weil wir durch diese Tür nicht durchkommen hier. Oh, ich hab O2 gefunden. Klasse. So, genau das wollte ich. Guten Tag auch. Du Schiete, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, sag mal. Hier meckert er nicht. Das konnte ich looten ohne Probleme. Ja, hier waren Kisten, die konnte ich looten. Da darf ich nicht. Da darf ich auch nicht. Komisch. Okay, das durfte ich mir nehmen. Dankeschön. Ich habe jetzt hier was genommen. Ja, solange das nicht rot angezeigt wird, kannst du das ja auch. Deswegen sage ich ja, manche Sachen gehen komischerweise dann. Denke ich aber, dass wir hier mittlerweile so ziemlich alles haben, ne? Ja. Warst du schon ganz oben? Ja, war nix, ist nix. War nix, ist nix, kommt auch nix wieder rein. Ja. Es gibt Gerüchte versteckter. Oh Gott, jetzt habe ich das nicht gelesen. Oh, oh, wir werden bestimmt gleich wieder angeballert. Ich habe gehört, dass. Was fühlst du von mir? Digga, das macht mir Angst. Nimm das Ding weg.
geh jetzt hier weg. Das ist... Oh, was willst denn du? Lass mich raus. Klasse hier. Super. Auch keine Deko-Brücke. Ne, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich nehme hier noch antibiotische Salbe raus. Und hier nehme ich Adrenalinspritze noch raus. Okay. Och, das gefällt mir. Also, weg hier, weg hier, weg hier. Ist nichts weiter, würde ich mal sagen. Warte, ich habe gerade noch was, zwei Sachen gelootet. Ne, ist nichts mehr. Wir können also wieder. Also ich flitz schon mal zum Schiff. Ich bin im Schiff. Ja, wir haben wieder einen Feind. Okay, wir sitzen auch im Schiff. So, die Talon sind geehrt. Zirax ist feindlich. Polaris ist freundlich. Piraten sind neutral. Genau. Und die Kolonisten sind auch neutral. Und Xen sind ja, gehören ja zu den Zirax. Okay. Bist du drin? Ja. Ja, klar, schon lange. Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.